Der Vortrag berichtet über die Rolle der konventionellen Erzeugung im Großprojekt Energiewende. Die Erneuerbaren wachsen rasant. Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht vergessen, dass nach wie vor die konventionelle Erzeugung das Rückgrat der Stromerzeugung in Deutschland darstellt. Über 60% wird durch konventionelle Erzeugung bereitgestellt aktuell. Und die heutige wichtige Rolle, die wird in der Zukunft transformiert in eine Rolle, wo die konventionellen die flexible Leistung bringen sollen. Ein Energiesystem, das auf Erneuerbaren basiert, braucht flexible Leistung und es gibt drei Möglichkeiten, diese Leistung herbeizuführen. Die eine Möglichkeit ist durch fossile Brennstoffe, das ist Gas und Kohle, solange wir die Kohlekraftwerke haben. Die zweite Möglichkeit ist über Speicher, Batterien- und Pumpspeicherkraftwerke. Und die dritte Möglichkeit ist über erneuerbare Energien, über regelbare erneuerbare Energien wie Biomasse, Biogas oder grüne Gase, die durch erneuerbare Energien erzeugt werden. Über dies werde ich dann in meinem Vortrag ausführlicher berichten.